Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, den Anfang unserer heutigen Folge macht ein kleiner Mischlingsrüde, der am 7. Dezember in Gotha in der Lasalestraße allein herumlief. Zu seinem Schutz wurde er in die Arche Noah gebracht. Der kleine Kerl ist sehr ängstlich und wartet sicher dringend auf sein Herrchen. Der Hund ist gechippt und das Herrchen dem Tierheim bekannt, jedoch nicht sein Wohnort. Bisher hat der Mann sich noch nicht gemeldet, um seinen vierbeinigen Freund abzuholen. Vielleicht ist das Herrchen durch einen Krankenhausaufenthalt oder andere Umstände verhindert, meint Tierheimleiterin Katrin Mattes. Deshalb geht der Appell des Tierheims heute an Verwandte, Nachbarn oder Bekannte des Besitzers. Wenn Sie das Hündchen erkennen, wäre es gut, wenn Sie sich bei der Arche Noah melden und helfen, die Ungewissheit aufzuklären. Falls der ängstliche Hund kein Zuhause mehr hat, was nicht ausgeschlossen werden kann, braucht er nämlich schnell neue Bezugspersonen, die ihm wieder Geborgenheit und Sicherheit geben können. Außerdem stellen wir einen sehr schönen rot-weiß getigerten Kater vor. Er wird im Tierheim auf ein Alter von 6 bis 8 Jahren geschätzt und hat sich seit Oktober in einem Garten an der Gotha-Katharinenstraße aufgehalten. Meistens machte er sich unter einer Tanne bequem. Eine Frau beobachtete den Kater längere Zeit und hoffte, dass er wieder nach Hause geht, was er aber nicht tat. So kam er in die Arche Noah. Der Kater ist kastriert und sieht gepflegt aus. Natürlich kann es sein, dass er durch schicksalhafte Umstände sein Zuhause verloren hat. Es gibt auch immer wieder Katzen, die sich ein neues Revier suchen. Vielleicht erkennen ihn seine Besitzer und er wird aus der Gefangenschaft im Tierheim befreit. Ist das nicht der Fall, dann sucht der sanft rote-weiße Schnurri schnell ein neues Revier, wo er gern gesehen und zu Hause ist. Tierheimleiterin Katrin Mattes bittet alle Tierfreunde um Verständnis, dass ab 18. Dezember 2017 bis Anfang kommenden Jahres keine Tiere mehr vermittelt werden. Denn immer wieder kommt es vor, dass Tiere, die zu Weihnachten geschenkt wurden, danach im Tierschutz aufgenommen werden müssen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arche Noah wünschen allen Tierfreunden friedliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Vom 18. Dezember bis 1. Januar 2018 gibt es veränderte Öffnungszeiten, die man telefonisch erfahren kann.